Hey, herzlich willkommen zum Daily Kalender Puzzle. So, heute lösen wir Montag, den 19. Februar, und wie ihr seht, steht da schon Sonntag, der 25. Februar. Das Problem ist, ich habe das schon mal aufgenommen, aber der Sound war wieder kacke. Und es tönt blöd, wenn ich das Ganze nochmal vertone, und deswegen habe ich gedacht, ich löse es einfach nochmal. Und es ist ja nicht so, als ob ich wüsste, was ich gemacht habe vorher. Also, auf ein neues. Montag, 19. Februar. Was habe ich wohl das letzte Mal gemacht? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und eben, ich habe ja da keine Ahnung, was ich da jeweils da so mache. Das ist sicherlich nicht richtig. Montag, hä? Könnte man den hier hinsetzen und den da? Dann haben wir schon ein Problem da, gell? Können wir den da umdrehen? Und zum Beispiel den da. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich das irgendwann mal so gemacht habe. Ich weiß aber nicht mehr, für welchen Tag. Dann hätte man den da, gell? Die 19 ist immer noch hier. Aber wenn wir den hier hinsetzen, dann ist es ein bisschen blöd, weil ich mir dann da einer fehlt. Hä? Müsste ich den fast schon da reinmachen. Dann hätten wir den da zum Beispiel. Und es sieht aber nicht so riesig aus. Hä? Und was mache ich mit dem da? Wir könnten den hier rüber machen, aber dann haben wir hier unten wieder ein Problem. Dann hätten wir hier das da weg, hä? Dann haben wir hier das T. Irgendwas fehlt, oder? Ah, da hinten liegt noch einer. Und das würde jetzt fast aufgehen, gell? Irgendwie sieht es aus, als ob es aufgehen würde. Aber irgendwie geht es doch nicht auf. Oder jetzt müsste ich da nochmal so einen langen haben, aber den habe ich jetzt ja nicht mehr. Und das ändert auch nichts, oder? Ist aber ein bisschen blöd, oder? Und auch wenn wir das da ersetzen, hätten wir den zwar hier drin. Und das bringt auch relativ wenig, oder? Ist jetzt schade, hä? Könnten den hier reinmachen. Und den da und den da. Dann hätten wir den. Und es wäre verdammt cool, oder? Wenn wir den 19., 26. suchen würden. Aber den suchen wir irgendwie nicht. Wir können den noch hier runter machen und mit dem den da. Dann haben wir hier die 19. Aber da oben geht es doch auch nicht auf, gell? Das geht sowieso nicht. Wenn wir
wir den hier hinsetzen? Könnten wir den hier hin machen? Hätten wir den da und den da? Da fehlt aber wieder was, hä? Das geht so nicht. Können wir den hier noch hinmachen? Und müssten wir den da? Dann können wir den hier hinmachen. Müsst ihr ein bisschen lauter reden, gell? Sonst hört ihr mich ja nicht. Dann hätten wir den hier. Das geht da wahrscheinlich auch nicht, hä? Doch. Doch, das geht. Montag, 19. Februar und ich bin schräg. Oh, bin ich schräg. Hat lange gedauert. Verdammt. So, jetzt machen wir noch das Hintergrundbild. Es kommt wieder ein neues. Das heißt, wir werden heute das Original machen. Ich habe den Prompt bei Promptalot gefunden. Habe ihn ein bisschen angepasst. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Wir schauen mal, was daraus wird. Und schicken das Ding einfach mal ab. Wenn alles gut geht, dann sieht es schön aus. Und wenn nicht, dann habe ich irgendwas kaputt gemacht. Budumia? Naja, irgendwas halt, gell? Ich muss ja irgendwas sagen, sonst, genau. Hanbok, was da drin steht, also H-A-N-B-O-K, ist ein traditionelles koreanisches Kleid. Habe ich gegoogelt. Ich wusste es nicht. Ja, soweit sieht es okay aus, hä? Farbig. Farbig ist schön. Und keine Kratzen drauf, zur Abwechslung mal. Und ich habe keine gegeben. Ich werde nachher, wenn wir das Bild nehmen, werde ich die Seed auslesen und die dann dazu schreiben. Aber ich habe eh bei den Variationen dann ja Mühe. Also er nimmt einfach nicht die Seed, die ich eigentlich ausgewählt habe. Ich mache das Bild groß und die Bilder sehen recht schön aus. Hä? Ein bisschen komikhaft, das wird aber am Model liegen, dass da das Nietzsche ist. Coole Beleuchtung. Eigentlich würde mir unten links gefallen, aber dieser Ast da, der da hinterm Gesicht ist und so scheint, dass ob er zum Mund rauskommen würde, was er nicht tut, sieht irgendwie komisch aus. Unten rechts ist recht schön. Ein bisschen viel Beigemüse und die Gräser vorne dran im Vordergrund sind ein bisschen zu fest im Vordergrund. Also für meine Begriffe. Oben links sieht recht cool aus und oben rechts irgendwie auch. Oben rechts gefällt mir der Hintergrund. So, und jetzt welches Bild nehmen wir? Hä? Blöd aber auch. Wir nehmen oben rechts. Oben rechts ist ein bisschen heller, ist nicht ganz so. Es ist auch ein bisschen vollgeladen, aber nicht so wie die anderen rundherum. Und oben rechts ist gut. Schätze ich. Jetzt kommt natürlich meine Frage, wie immer, gell? Welches Bild hättet ihr genommen? Und warum? Schreibt es mir in die Kommentare rein. Und morgen werden wir dann irgendeinen Künstler nehmen und versuchen, das Bild in seinem Stil hinzukriegen. Mit meinem Standardsatz oder was auch immer. Den ich letzte Woche schon verwendet habe. Also, schaut, dass ihr morgen mit dabei seid. Und ja, besten Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video. Ciao zusammen.